Und damit hallo und herzlich willkommen auf meinem Cheesy Channel. Ich bin der Gauda und wir spielen heute Assassin's Creed Valhalla. Letzte Folge haben wir ein bisschen abgefarmt, nochmal die goldenen Sachen und haben die Nebenquest abgeschlossen mit den Pilzen. Und wir waren hängen geblieben bei den Wölfen und Emir und dieser Geschichte und diesem verlassenen Landhaus, wo wir den Schlüssel finden müssen. Ich habe am Haus alles abgesucht, nichts gefunden, dann bin ich einfach mal hier entlang geritten und dann habe ich die Wölfe entdeckt und wenn man die Sicht macht, dann sieht man hier den Schlüssel. Also holen wir uns den jetzt. Ja, okay. Du kleiner Pisser. So. Wölfe, das muss das Rudel gewesen sein, mit dem Örnir zu kämpfen hatte. Er wollte sie jagen. Örnirs Tagebuch 3. Mir war gestern Nacht weg, aber nicht um zu fressen. Er verteidigte uns gegen die Dunkelheit, während ich schlief. Ich begrub seine Gebeine im Mondlicht, während seine Mörder ihr grausiges Todeslied heulten. Die Ränke von Haralds Hof sind eine verblassende Erinnerung. Mir war ein guter Hund und treuer Gefährte. Ich bin allein, doch Wut brennt in mit kalter Flamme. Örnir, deine schlimmsten Ängste wurden wahr. Aber dein Tod war nicht umsonst. Habe ich den Schlüssel? Ja. Dann auf geht's. Da bist du ja. Loki! Loki! Brand Loki. Seh da was, was du nicht siehst. Ja, schnappen wir uns. Schön Pelz. Leder. Hier rein, da rein und die Truhe öffnen. Brutales Schicksal. Kohlebarren. Wölfen zerrissen. Auf dieser Insel ist niemand mehr. Ich sollte wieder gehen. Das haben wir jetzt auch erfahren. Und zwei Fertigkeitspunkte gibt's. Wir holen unser Schiff jetzt. Unser Langschiff. Nein. Was siehst du? Nur wieder der gleiche Fehler. So, und ab geht's. Diesem Eisbach kann ich nicht lange bleiben. Das ist mir klar. Hier entlang. Wir kriegen schon Damage. Führung übernehmen. Setz die Segel, Leute. Und auf zur nächsten Station. Jetzt gibt's da nur noch zwei kleine goldene Truhen, die schnappen wir uns und dann gehen wir wirklich Richtung Engla la 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 la. Hey. Okay. Singt. Stimmt etwas an. Wir machen später weiter. Jetzt besser nicht. Wieso nicht? Plündern? Wir haben das schon geplündert. Hier gibt's nichts mehr zu plündern. Das sind nur arme Hunde. Hey, da sind feindliche Truppen stationiert. Na und? Ah, hier ist ein Goss. Regelrecht! Segel! Zack. Zack. Und ab ins Wasser. Oh, ist das kalt? Truhe öffnen. Schnell an die Oberfläche. Und der nächste Punkt, den wir jagen, der müsste hier sein. Korrekt, in Flurly. Zack, Führung übernehmen. Auf geht's, ihr Hunde, schneller! In England muss das alles schneller vonstatten gehen. So, Vollgas. Wenn ihr Vorschläge habt oder wenn euch das stört, dass ich so viele Nebenmissionen mache oder sehr viele Kunde, dann schreibt doch mal in die Kommentare, wollt ihr das sehen oder nicht.
Soll ich mehr mich auf die Hauptquest fokussieren? Ich finde, das gehört so zum Teil des. Da ist ein Lager, feindliches! Okay, ein Lager. Gebt mir einfach Bescheid, so wie ihr das gerne haben wollt. Hier sollte ich vorsichtig sein. Ja, ich bin ganz vorsichtig. Genug jetzt! Asgard kann warten! Nein! Nein, du bist tot! Zack. Nee, ich glaube nicht. Fuck. Geplündert. Und da ist irgendwas. Ja, irgendwas. Dann komm ran. Tja. Zack, zack. Du bist leider tot. Du Lappen. Okay. Das ist doch totaler Fail. Aber egal. Scheiß auf Attentat. Wir wollen unsere Axt blutig. So, Pfeile. Können wir immer gebrauchen. Ja, und dann müssen wir wohin? Jetzt hier drin was? Ein Tod wird ehrenvoll. Bitte die Pfeile. Alter. Jetzt geh schon zu Odin. Jetzt hat er aber. Also. Gibt's hier irgendwas? Scheint irgendwie nichts zu haben. Und da hinten. Dann gehen wir dahin. Es sieht aus, als ob es im Stein ist. Oder da unten. Also. Erledigt. So, und das wär's. Dann können wir uns direkt nach Hause porten. Wir haben wirklich alles jetzt hier erledigt. Wir haben die Axt schon mega aufgewertet, obwohl die war irgendwie umsonst. Also das Aufwerten war umsonst. Wir könnten die noch abartig verbessern, damit die ziemlich stärker ist. Gucken wir kurz im Inventar, was wir alles hier bekommen haben. Und zwar eine Angriffsschaden von hinten. Angriff, Angriff. Und den Schlüssel haben wir schon benutzt und irgendwelches Zeug. Okay, Fertigkeiten haben wir auch welche. Zwei Stück. Aber was ist ein leichter Bogen? Habe ich einen leichten Bogen? Ich habe einen Jagdbogen eigentlich. Handwechsel in den Rücken fallen. Ja gut. Ja, ich glaube, das machen wir auf jeden Fall. Und dann gibt's hier Gesundheit. Okay, Inventar checken wir ab. Können wir hier, wie viel haben wir? 250. Hier können wir nichts mehr machen, hier können wir nichts mehr machen. Nicht ändern, ja, Runen. Hier haben wir keine Runen für. Aber wir können die Axt. Nein, das war falsch. Wir können die Axt verbessern. 40 und 15, das machen wir. Und die Axt nochmal verbessern. 95 und 40 machen wir auch. Jetzt machen wir 160 und 70. Okay, hart.
Jetzt ist sie aber schon ordentlich Stufe 3. Und, hier, das könnten wir auch noch verbessern. Und das sind das auch. Machen wir das gleich. Hier auch. Und das könnten wir auch auf Stufe 3 machen. Und das nächste kostet 30. Wir haben hier auch Runenplätze. Hier und hier haben wir was drin. Diesen Schleichangriffsschaden. Ballern wir einfach mal rein. Sonst haben wir nichts. Und das wär's dann auch. Und auf geht's nach Englalalaland. Bist du bereit, Segel zu setzen, Eivor? Jetzt bin ich bereit. Ja, stechen wir in See und reisen unbehelligt ab, solange wir die Gelegenheit haben. Sie ist vorüber. Siehst du? Das Schicksal reist schneller als wir. König Haralds Banner. Sigurd, was ist das für eine Versammlung? Was hast du vor? Einen Abgang, Vater. So würdevoll es nur geht. Wenn ich nicht König in meinem Geburtsland sein kann, beginne ich eine neue Saga in Englerland. Unfug. Dein Platz ist hier, mein Sohn, an meiner Seite. Es wird bald neue Siege geben und neuen Ruhm. Meine Entscheidung steht, Vater. Du stimmst mich nicht um. Hier gibt es nichts mehr für mich. Ich muss mir einen Namen in der Welt machen. Und das werden wir. Und ihr habt Thornbergs Vorräte geplündert, wie ich sehe. Ihr lasst nichts zurück außer eurer Ehre. Du liest mir keine Wahl. Als ich zum Ting kam, war ich ein Prinz. Und als ich ging, nur der Sohn eines Jarls. Man hat immer eine Wahl, Sigurd. Ich stelle mich nicht zwischen dich und die Deinen, aber ich gebe dir nicht meinen Segen. Vor 17 Wintern öffnete ich dir mein Haus, Eivor. Und nun ist dein einziger Dank, mich auszurauben. Ich hätte dich den Wölfen überlassen sollen. Du hast mich den Wölfen überlassen. Trauriger alter Elch. Nimm diese Worte nicht mit nach Englerland. Er hat diesen Tag selbst verschuldet. Richtig so. Ich weiß. Scheiß auf dich. Wer sich beugt, ist nicht unser Vater oder Ziehvater. Schlaffen Säcke! Jetzt legt eure ganze Kraft in die Schläge! Teil dir die Kraft gut ein, Dag. Wir müssen einen Ozean überqueren. Schon klar, du fauler Arschling. Sigurd, wie lautet der Kurs? Die Söhne Ragnars haben eine Siedlung an der Küste errichtet. Dort landen wir an. Singe ein Lied, um unseren Huger zu stärken. Ja, weg die Götter! Auf das Tor uns einen mächtigen Furz schickt, um uns anzutreiben! Ein Ozean liegt vor uns, Eivor. Und auf der anderen Seite erwartet uns ein neues Königreich. Kennst du Englerland schon von deinem Reisen? Ich war einen Sommer in ihrem Königreich Mercia. Das Wetter ist mild, das Land wild und üppig. Mittlerweile werden Ragnars Söhne es ganz erobert haben. Werden wir uns ihrem Heer anschließen? Sie schließen sich uns an. Bald wird ganz Englerland den Rabenclan kennen und den Ruhm, den wir diesem zerrissenen Land brachten. Also nach Englerland! Für Ruhm und Schicksal! Nach Englerland! Nach Englerland! Oder Walhall! Und damit hallo und herzlich willkommen bei Assassin's Creed Valhalla aus dem Tutorial raus. Auf geht's. Nebenbei, Arschling wird auch derjenige immer genannt von The Last Kingdom. Was ich ziemlich witzig fand. Dass es hier dann auch erwähnt wird.
Der Stab schickt dich richtig. In einer Vorlesung an der University of Cambridge sagte Dr. Zierke den besorgten Zuhörern, dass die Wissenschaft ihnen nur wenige Antworten geben könne. Seit dem koronalen Massenauswurf im Jahr 2012 hat sich das Erdmagnetfeld um den Faktor 50.000 verstärkt. Das führte zu gewaltigen Störungen der Funk- und Satellitenkommunikation, gefährlichen Strahlungsbändern an den Polen und, wie wir alle beim Blick aus dem Fenster sehen, eine Aurora Borealis, die nie verblasst. Leider haben wir keine Erklärung dafür, wieso das passiert. Und wenn wir nicht bald eine Antwort finden, könnte das unser Leben, unsere Kommunikation, sogar unsere Evolution für immer verändern. Dr. Zierke sagte weiter, dass... Ich habe Elektrolyte für dich. Also Wasser. Mit verbesserter Zitrusrezeptur. Danke, Sean. Wie bringen wir das in Ordnung? Wie kannst du der Schlüssel zu allem sein? Du bist weit weg von zu Hause, Eivor. Okay. Wir sind Layla und anscheinend ist die Welt voll am Down gehen. Wenn sich das Erdmagnetfeld verstärkt hat, dann muss es ja mehr Eisen in Erdinnern geben. Mal gucken, was hier so alles gibt. Das ist ja mal eine coole Aussicht. Sieht es nicht aus wie... Es ist schön, aber nicht normal. Das ist richtig. Es sah aus wie, keine Ahnung, Kattegat von Vikings. Was haben wir hier? Sitzen. Das sollte ich öfter machen. Das entspannt. Das sollte jeder öfter mal machen. Schön am Feuer chillen. Es gibt nichts Besseres als grillen. Egal wann, Sommer, Winter. Scheißegal. Hauptsache grillen. Und helfen kann ich ihm nicht. Ich gehe nirgendwo hin. Nicht jetzt. Okay, habe verstanden. Schade. Noch ein Satellit. Verdammt. Okay, ja, Satelliten wegen dem starken Magnetfeld. Was ist denn das? Das stammt wahrscheinlich aus einem Café irgendwo in Concord. Okay. Kann ich hier raus? Jemand hat Post. Eine Einladung zu einer Messe in Concord. Die besten Feldfrüchte gewinnen einen Preis. Verlockend. Können wir hier einfach raus? Layla, davor kannst du nicht davonlaufen. Achso. Layla, davon kannst du nicht davonlaufen. Bitch. Gibt's hier noch irgendwas? Und hier hinten waren wir noch nicht. Ah doch, das war die Ausgrabung. Zurück Richtung Haus. Ja, diese Klappstühle sind einfach überall. Nicht Klappstühle, diese Plastikstühle. Ich würde gerne eine Runde spielen, aber ich habe leider was Besseres zu tun. Karten? Was spielen die da? Es sieht ein bisschen aus wie Poker, weil drei in der Mitte stehen. Aber keine Ahnung. Könnte einfach alles sein. Hast du meinen Tee? Oh, warte, was ist das hier? Alles hochwertiges Zeug. Ja, sieht man. Oh, Minztee ist nicht wirklich Tee, Bex. Das ist nur ein Aufguss. Quasi schmutziges Minzwasser. Egal wie du es nennst, Sean. Hast du welchen gekauft? Selbstverständlich.
Hast eine klobige Tasse. Tut mir leid, dass ich dich rausholen musste. Der Generator hat gestottert. Ich brauch sowieso frische Luft. Wie war der Datenstrom im Anschluss? Alles in Ordnung? Nach einer Weile war er stabil. Gut, gib mir einen Moment, dann kannst du wieder rein. Aber pass auf, dass der Generator nicht wieder stottert. Ich frag mich, was der Generator zu ihr gesagt hat. Es ist noch ein Satellit abgestürzt. Hast du es gesehen? Hab ich. Das war einer von Abstergo. Gut. Naja, ein Großteil von Nordamerika hat kein GPS-Signal mehr. Also, es hängt davon ab, was man eben gut findet. Ja. Selbst wenn wir gewinnen, verlieren wir. Okay, wir sind soweit. Wenn du bereit bist, kannst du wieder rein. Hi, Schiffe. Ich bin durch die Hölle gegangen, um dich herzubringen. Wehe, das war es nicht wert. Wehe. Den Laptop gehen wir gleich. Beruhigend. Ist es okay, wenn ich Musik anmache? Ja, mach ruhig. Cool. Ja, ich bin so glücklich. Schaut mich an. Oder jetzt eher traurig. Ich hänge mir einen Sack nebenbei. Hallo, Layla. Sean, was hältst du von dem Grab? Nun, es widerlegt ein paar hundert Jahre Forschungsarbeiten über die ersten Europäer in Nordamerika. Aber abgesehen davon ist es nur ein Haufen alter Knochen, oder? Nicht für Layla. Können wir kurz über das Ding in meinem Nacken reden? Ah, den Stimmungsstabilisator. Ja. Er ist nicht gefährlich, oder? Ich meine, ich fühle mich gut, aber ich möchte sicher sein, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Es sollte keine geben. Er blockiert nur Signale von außen. Ein passiver Effekt, damit der Stab dich nicht, du weißt schon, beeinflusst. Schon, was letztes Jahr passiert ist, dich. Ich hatte keine Kontrolle darüber. Ich wollte widerstehen. Ich verstehe. Und dein altes Team, vielleicht verstehen die es nicht, aber wir haben sowas schon früher erlebt. Trotzdem, wenn du mit uns arbeiten willst und herausfinden willst, warum die Welt zum zweiten Mal in 8 Jahren vor dem Untergang steht, dann trägst du das Ding, bis wir dir was anderes sagen. Befehl von William. Ich weiß. Das ist kein Problem. Es sind nur ein paar Wochen, ja? Bis wir mehr wissen. Du hast recht. Ich weiß, dass du recht hast. Du hast immer recht. Hier? Stellst du das in den Kühlschrank schauen? Natürlich. Ja. In einer Minute. Arbeite denk schon. Dran, Tomaten kommen nicht in den Kühlschrank. Warum nicht? Genießen Sie den Aufenthalt, vergessen Sie nicht, den Müll rauszubringen und gießen Sie einmal am Tag die Pflanzen. Ja, das vergesse ich bestimmt. Ein ganz altes Ubisoft-Logo. Eine Rechnung. Was ist noch? Frosch. Basis. Gibt's hier noch irgendwas? Sean, denk daran, die Blumen zu gießen, wenn ich da unten bin, okay? Ich schreib's mir in den Kalender. Und lass mich schon das Bein stechen. Arbeite. Wenn das vorbei ist, schlafe ich wieder in einem echten Bett. Wann ist das denn vorbei? Dann sprechen wir nochmal kurz mit dir. Geht's dir gut? Besser. Aber ich mache mir Sorgen, dass das nochmal passiert. Die 2 Datenströme. Ich kann es nicht ausschließen. Ich verstehe es ja selbst kaum. Es war wie 2 Persönlichkeiten, die um ein Gehirn streiten. Es tat weh wie eine Schrotladung in den Kopf. Tja, irgendwas an dieser Wikinger-DNA-Probe fühlt sich zu dicht an. Verrauscht. Könnte eine verrauschte DNA. Wieder zwischenfunkt? Wie meinst du das? Meine Kopfschmerzen, meine Launen. Das ging los, als ich das Ding bekam. Ich hoffe, du suchst keine Ausreden für... Du weißt schon, deinen Freund. Nein, verdammt. Mach ich nicht. Sorry. Pass einfach auf dich auf. Und wenn du spürst, dass du die Kontrolle verlierst, sag Bescheid. Ich versuch's. Wirklich, das tue ich. Okay, jetzt gehen wir noch schön deinen Laptop. Check mal ab, was es so gibt. Sehen wir uns das mal an. Wir gehen hier Posteingang. Remy Hassan.
Danke, dass du mich so überaus detailliert ins Bett gesetzt hast. Jetzt werde ich bestimmt wieder besser schlafen. Ich habe mich nicht mit Covid infiziert. Nein, wir sind nur zu dritt und wir versuchen unter dem Radar zu bleiben. Ah, lol. Nichts davon klingt. Alter, ich verschwinde für eine Weile. Von Raimi Hassan und Leila Hassan. Nichts davon klingt gut in meinen Ohren, Leila. Und dass du kein Telefon benutzen willst, macht die Sache nicht besser. Du hast meine Nummer, ich schlage also vor, du rufst mich an. Und nein, ich werde unsere Eltern keine Grüße von dir ausrichten, denn das würde eine Flut von Fragen auslösen, die ich nicht beantworten kann. Wenn Vater erfährt, dass du nicht länger für Abstergo arbeitest, würde ihm das Herz brechen. Er spricht pausenlos davon, dass seine Tochter eine hochbegabte Neurowissenschaftlerin ist. Der Mann hat nicht die geringste Ahnung von dem, was du tust oder getan hast. Und dennoch ist er stolz auf dich. Und ich werde nicht derjenige sein, der ihm das nimmt. Ist es Covid? Bist du deshalb so zugeknöpft? Oder gibt es einen anderen Grund? Ruf ihn an, ruf mich an und hör endlich mit diesem verrückten Versteckspiel auf. Ich will einfach nur wissen, ob es dir gut geht, Ram. Von Leila und Ram. Alter, das ist einfach viel zu viel. Ihr könnt euch das gerne so durchlesen. Einfach anhalten und anschauen. Bin bereit, gut. Eine letzte Botschaft, die Kommunikation über den Blablabla. Katzen, es gibt Hoffnung. Sitzt das Fluchsegen gleichermaßen. Da sind sie. Baseballteam, Dateien. Wichtige Orte in England. Leila, da du dich gerade in England herumtreibst, dachte Bex und ich, du würdest vielleicht gern nach ein paar Dingen Ausschau halten. Bruderschaftshäuser der Assassinen. Oder genauer gesagt, der Verborgenen. Sie operierten zwischen 100 und etwa 430 unserer Zeit im römischen besetzten Britannien. Niemand weiß, warum sie verschwanden, nun dass dies ungefähr mit dem Exodus der Römer aus Britannien zusammenfiel. Hatte ihr Verschwinden etwas mit dem Rückzug der Weltmacht zu tun? War ihre Mission erfüllt oder haben sie nur die Hoffnung verloren? Man kann es nicht sicher wissen, aber wir wissen, dass es mehrere Jahrhunderte vor der Rückkehr der Verborgenen auf die Insel geschah. Kann sein, dass Basim und Hayatam die ersten seit einem halben Jahrhundert sind. Glaubt man unseren Archiven, gab es während der römischen Periode in England 6 Hauptbruderschaftshäuser. Naja, okay. Sitzungsbericht. So, ihr könnt da gerne immer anhalten und euch das durchlesen. Machen wir hier so. 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 Medien. Seltsame Nachricht. Waff. Leila. Leila, ich dachte, das interessiert dich vielleicht. Unterhaltungen von mir und Bex mit Desmond. Aus 2012, Dezember, glaube ich. Nur offene Gespräche, mehr nicht. Keine Quadratur des Kreises oder höhere Poesie. Aber er hatte ein paar interessante Einsichten zu seiner Zeit im Animus und was es bedeutet, ein Assassine zu sein. Hör sie einfach mal an. Vielleicht stellst du fest, dass ihr beide ähnliche Erlebnisse hattet. Also, sag mir, was du davon hältst. Außer du findest, dass ich in den Aufnahmen wie ein Volldepp klinge. In dem Fall sag einfach nichts. Ich meine, ich war ein bisschen erkältet, als wir das aufgenommen haben. Wahrscheinlich klinge ich deshalb so komisch. Aber egal. Okay, ich bin eh fertig. Und aus. Und aus. Oh, das war tatsächlich nur ein Knopf, sorry. Aber jetzt. Desmond. Nein, nein, komm schon, Sean. Schalt das Ding aus. Oh, ich fand gut, was du gesagt hast. Ich will es für die Nachwelt festhalten. Sag es nochmal, laut und deutlich. Ach, ernsthaft? Klar, na komm. Wenn's sonst nichts bringt, habe ich wenigstens ein Druckmittel für deinen alten Herrn. Ah, das willst du also. Toll. Was ich sagte war, ich wünschte, ich wäre nicht als Assassine geboren worden. Ich wünschte, ich hätte es mir ausgesucht. Reicht das? Ja, aber wieso denn? Weil die freie Entscheidung die zentrale Idee unseres Credos ist. Darauf stützt sich alles, nicht wahr? Es geht um den freien Willen. Es geht darum, dass man alle Fakten vor sich sieht und sagt, ja, das will ich. Oder, nein, das ist nichts für mich. Aber wenn man wie ich in so eine Gruppe geboren wird oder in eine andere, dann bekommt man widersprüchliche Signale. Es wird einem immer wieder gesagt, das ist es, woran wir glauben. Das sind die Regeln,
Das ist die Realität. So und nicht anders. Und wenn man das in Frage stellt, oh, dann wird man angesehen, als hätte man einen kleinen Hund umgebracht. Das ist kein freier Wille. Eine komische Ironie, wenn der freie Wille der zentrale Glaubenssatz ist und keiner will, dass man etwas anderes glaubt. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich hatte immer den Eindruck, dass unser Credo etwas Selbstzerstörerisches hat. Wenn der freie Wille der wichtigste moralische Stützpfeiler ist, sollte es uns auch freistehen, ihn zu ignorieren, uns zu unterwerfen zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Es sollte uns freistehen, uns mit den Templern zu verbünden. Wenn ich wirklich die Wahl hätte, könnte ich das tun. Ja, es widerlegt sich fast selbst. Eine Demokratie könnte demokratisch einen Diktator wählen oder sich entscheiden, die Demokratie aufzugeben. Unser Credo enthält die Saat für seine eigene Zerstörung. Das macht es so mächtig, glaube ich, und zerbrechlich. Ja, genau. Je mehr Freiheit man hat, desto gefährlicher ist es, weißt du? Wie auch immer, mein Vater ist sanfter geworden. Aber er war sehr streng, als wir auf der Farm lebten. Er hatte alles fest im Griff. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich meinen eigenen Weg wählen konnte. Unser Credo, die Gebote, sie wurden mir rigoros eingetrichtert. Als ich ein Teenager war, befolgte ich diese Regeln aus reinem Pflichtgefühl. So haben wir das einfach gemacht. Das passiert vielen Organisationen mit der Zeit. Es kommt zu Stagnation, weißt du? Fundamentalismus. Ja. Die Regeln zu befolgen wurde wichtiger, als die Ziele zu erreichen, die man sich selbst gesetzt hat. Und die Leute vergessen, warum es diese Regeln überhaupt gibt. Das ist die Ontologie, oder zumindest eine Form davon. Wenn man Regeln um ihrer selbst willen befolgt und nicht wegen der Konsequenzen, die es sonst hätte. Ja, aber das ist doch rückwärtsgewandt, oder? Doch schon. Regeln zu befolgen ist einfach. Beten, am Wein nippen, eine Oblate essen. Rituale können Trost spenden. Aber dann exerziert man das doch nur durch. Es kommt den Leuten nur so vor, als würden sie etwas tun. Während es viel schwerer ist, naja, tatsächlich den Arsch hochzukriegen und produktiv zu werden. Ich glaube, Menschen haben einfach gerne Grenzen. Enge Grenzen. Sie wollen die vier Wände sehen, die sie einsperren. Da widerspreche ich nicht. Alles außerhalb davon. Alles, was das Leben kompliziert macht, macht auch Angst. Deshalb beneide ich dich. Du hast dieses Leben gewählt. Du hast diesen Prozess durchgemacht und entschieden, ja, ich glaube daran. Stimmt. Das hielt mich nicht davon ab, als Teenager ein unausstehlicher Besserwisser zu sein, aber ich weiß, was du meinst. Ich wäre gern ein Besserwisser gewesen. Ich wusste nichts. Nicht bevor ihr mich gefunden habt. Ja. Erst als ich dich, Bex und Lucy kennengelernt habe, da wusste ich, dass ich ein Assassine sein will. Ah, oh, danke, Des. Komm her, lass dich drücken. Eigentlich mag ich keinen Körperkontakt, aber jetzt mache ich eine Ausnahme. Ich werde dich nicht umarmen. Ganz sicher. Ich rieche nämlich sehr gut heute. Kannst du es einfach abschalten? Interessant. Neue Infos zu Desmond. Teil 2. Moment, ich stelle das nur schnell hier hin. Nimm dir alles auf, worüber wir reden. Du hast den Animus so oft benutzt. Ich dachte, es wäre eine gute Gelegenheit, mehr über die Auswirkungen einer langfristigen Nutzung zu erfahren. Dann bin ich dein Versuchskaninchen. Nein, nein, meine Kaninchen sind alle tot. Der Animus war einfach zu viel für sie. Süß. Kann ich dich was zum Sicker-Effekt fragen? Hattest du noch mehr Visionen? Sind neue Erinnerungen hochgekommen? Ja, das Übliche. Geisterbilder von Altair und Ezio. Ein paar Mal am Tag. Nichts Störendes. Nur kurze Momente. Sie gehen schnell vorbei. Ich bemerke sie kaum. Wie eine Gestalt im Augenwinkel. Oder eine Erinnerung an einen Traum von letzter Nacht. Aber vor ein paar Tagen hatte ich eine längere Halluzination. Es ging um Ezio. Er war älter. Wohl um die Zeit, als er Kappadokien verließ. Er stand auf dem Deck eines Schiffes. Allein. Und durch ihn spürte ich ein intensives Gefühl. Von Bedauern. Oder Schuld. Und es kam mir vor, als hätte er den Glauben verloren. An sich selbst, an das Credo. Als könnte er nicht weitermachen, seinen Idealen nicht treu bleiben. Als ich ihn da sah, fragte ich mich, ob das der Moment war, in dem er damit abschloss, ein Assassiner zu sein. Es fühlte sich so an. Jedenfalls, die meisten meiner Visionen sind kurz, dauern nur ein paar Sekunden. Sie sind wie vollständige Erinnerungen an einen kurzen Moment, die aus dem Nichts auftauchen, voll ausgestaltet. Ein komisches Gefühl. Okay, sonst noch was? Neuerdings sehe ich auch Connor.
obwohl ich häufiger seine Stimme höre, statt ihn zu sehen. Aber das ändert sich sicher noch. Oh ja, und gestern, kurz vorm Schlafen, hatte ich eine Erinnerung an einen Strand in der Karibik. Mit einem Haufen Seeleuten. Oder Piraten vielleicht. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das sehen wir uns mal an. Und wie geht's dir sonst so? Ganz allgemein? Tja, ich fühle mich älter. Viel älter. Und es fühlt sich komischerweise gut an. Ich sammle die Erinnerungen, Fähigkeiten und Gedanken von so vielen Menschen. Es kommt mir vor, als hätte ich ein paar hundert Jahre gelebt oder noch mehr. Kann es sein, dass das, wenn ich es zu lange mache, meine eigenen Erinnerungen überlagert, dass ich irgendwann all die anderen bin, aber nicht mehr ich selbst? Möglich. Es nennt sich Identitätssubstitution. Aber das kommt nur selten vor. Und jemand mit deinem Background sollte sich keine Sorgen machen. Mein Background? Du meinst meine Gene? Meine Fähigkeiten? Du besitzt ISO-DNA. Dadurch kannst du mehr sehen und tun und mehr überstehen als andere Menschen. Und ich leide auf mehr Arten als andere Menschen. Das ist nichts, worauf man stolz sein kann. Du meinst den Apfel? Ja, er hat einen Sog, Bex. Er zerrt an meinem Verstand, spricht zu mir, betört mich, macht mich verrückt. Und was ich Lucy angetan habe, Gott verdammt. Nichts ist den Schaden wert, den ich angerichtet habe. Oder den Schmerz. Ich weiß, aber du bist besonders. Darum geht es ja. Ich bin nicht besonders, Bex. Ich hatte Glück. Mehr nicht. Das verstehe ich. Wir sind Assassinen. Unser Credo zeichnet uns aus, nicht unsere Gene, nicht unser Blut. Jeder kann sich uns anschließen. Das stimmt, aber vergessen wir das für einen Moment. Was ich wissen möchte ist, sind jemals ISU-Erinnerungen hochgekommen? ISU-Erinnerungen? Ich glaube nicht. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie sich das anfühlen würde. Ich schätze, du hättest es gemerkt. Vielleicht irgendwann. Vielleicht können wir sie irgendwie auslösen. Gott, bringen wir erst die Welt in Ordnung, okay? Bevor wir anfangen, meine ganze Ahnenreihe auszugraben. Okay. Bei meinem Glück bin ich mit irgendeinem drittklassigen ISU verwandt, wie Sisyphos oder so. Ja, setz dir hohe Ziele. Hey, muss man ja. Sehr interessant. Sehr viele Hinweise zu den anderen ISU. Also, oh, hier gibt es ja immer noch ISU-Boten. Sehr viele Hinweise zu allen Spielen, Ezio, etc., Black Flag und so weiter. Ganz nice. Rebecca, bevor wir uns treffen, musst du dir das ansehen. Ich habe die Aufzeichnungen aus meiner Zeit mit Bayek noch einmal durchgesehen und bin auf ein paar alte Notizen gestoßen. In den Jahren, in denen ich das Ägypten der Kleopatra erkundete, fand ich 6 ISU-Tempel. Jeder enthielt eine ISU-Botschaft, offenbar bestimmt für jemanden, der genetische Erinnerungen lesen kann. Ich war die Glückliche. Ich glaube nicht, dass sie für Bayek selbst bestimmt waren, denn er schien sie gar nicht wahrzunehmen. Sie könnten so kodiert worden sein, dass nur jemand mit einem Animus sie lesen kann. Es ist nun schon ein paar Jahre her, seit ich diese Botschaften hörte, aber meine damals gemachten Notizen sprechen eine klare Sprache, der ich vertraue. Das könnte etwas mit all dem zu tun haben, ich weiß nicht. Manchmal überschreite ich die Grenzen meiner Kompetenz. Ich bin enthusiastisch, liege aber oft auch falsch. Sag Bescheid, wenn dir noch etwas anderes auffällt, Layla. Botschaft 1, Auszug. Etliche Realitätsschichten, die miteinander verschwimmen. Was ist real, was nicht? Was, wenn gar nichts real ist? Was, wenn alles eine Lüge ist? Wir ließen tausende Simulationen durchlaufen auf der Suche nach der richtigen Version, nach Desmond. Alle fühlten sich real an, sehr real, aber es gibt keine Gewissheit. Wir sind nie ganz sicher. Alles kann simuliert werden und die Antwort zu kennen könnte zur Ausradierung führen. Dann sagte er im Spott, der Leitspruch des Assassinen sei, nichts ist wahr. Mögen wir auch immer wieder an unsere Grenzen stoßen, um die Welt, das Universum, die Realität, was auch immer zu deuten, so ist sie dennoch da draußen, daran glaube ich, simuliert oder nicht. Wir könnten uns ein Dutzend verschachtelter Simulationen vorstellen und jede von ihnen würde auf ihrer Ebene eine vollständige Realität erzeugen. Wolfram, bei allem Respekt Conway gegenüber, vertritt die Theorie, das Universum sei ein gigantischer zellulärer Automat. Es gibt einen Punkt, an dem der Unterschied zwischen Realität und Simulation bedeutungslos wird. Wäre das Universum eine Simulation, was würde das für eine Rolle spielen? Die Simulation als Simulation selbst wäre real und deshalb wäre alles innerhalb der Grenzen der Simulation ebenfalls real.
Nehmen wir an, ein Wissenschaftler könnte Schmerz erzeugen, indem er nur einige Neuronen reizt, aber keinen physischen Schaden zufügt. Die Testperson sagt, ich habe Schmerzen. Der Wissenschaftler erwidert, nein, du glaubst nur, dass du Schmerzen hast. Das ist genauso sinnlos, wie zu sagen, du dachtest, du hättest Schmerzen, aber du hast dich getäuscht. Okay, ziemlich crazy shit. Ich lese euch die jetzt mal alle vor, wir machen so ein bisschen Special in dieser Folge. Botschaft 2. Wenig überraschend, schließlich wurden euch Grenzen eingebaut und man kann nicht über das reden, was man nicht begreift. Der Code, Gleichungen, die das Leben definieren, sie sind tief in jedem Stern, in jedem Staubkorn. Jede Sekunde, die vergeht, ist ein Wort, ein Symbol, ein Teil einer komplexen und doch einfachen Sprache, die im Gefüge der Zeit selbst existiert. Es ist die eine Regel, die für uns alle gilt, unveränderlich, unausweichlich. Was wir wissen ist, dass die Menschen das Instrument einer älteren Spezies der Isu waren. Erliegen nicht der Versuchung, sie als Überlegene zu bezeichnen. Sie waren anders, für manche Aufgaben besser gerüstet, für andere schlechter. Über den Geist, der sie beseelte, können wir nur spekulieren. Aber das führt zu nichts. Wie fühlt es sich an, ein Isu zu sein? Wie fühlt es sich an, eine Fledermaus zu sein? Die Annahme, dass die Isu die Zeit lesen konnten, ist interessant, aber heißt das zwangsläufig, dass die Menschen, würden sie über dieselbe Fähigkeit verfügen, die Zeit in derselben Weise lesen würden? Ob konstruiert oder Ergebnis der Evolution oder ein bisschen von beidem. Man kann nicht sagen, dass wir geschaffen wurden, um dieselben Ziele zu erreichen. Eine runde Scheibe wirkt von vorne wie ein Rad, von der Seite wie eine Fläche. Wie wir etwas einsetzen, entscheidet über seinen Wert und seinen vermeintlichen Zweck. Isoboten 3. Botschaft 3, Auszug. Brich den Code, brich den Knoten. Diese Wände erzählen eine tragische Geschichte. Eine Geschichte, die wir auf unsere Bauwerke und Artefakte schrieben. Eine Geschichte, die wir nicht ändern konnten. Ein Mysterium, das sich uns demonstrativ verwehrte. Wir versuchten es. Unsere Wissenschaftler und Forscher, Poeten und Physiker, helle Köpfe, rebellische Herzen. Sie alle bemühten sich, etwas zu verändern. Sie, wir alle, versagten. Keiner konnte ändern, was wir entdeckten. Die Geschichte, die in die Wände dieser Räume geschrieben sind. Der Leser hat keine Macht, er ist nur ein Beobachter. Doch der Autor erdenkt die Zukunft. Dem Autor gehört die Zukunft. Die Toba-Katastrophe, der Ausbruch eines Supervulkans, gepaart mit einem koronalen Massenauswurf, läutete das Ende der Isu ein. Sie veränderte das Angesicht der Erde und ließ den Sauerstoffgehalt der Luft sinken. Die Isu erholten sich nie davon. Nach unseren Schätzungen starben die letzten Isu nur etwa 100 Jahre später. Von diesem Punkt an übernahmen die Menschen, ihre Schöpfungen, die Herrschaft. Diese Katastrophe kam nicht überraschend. Isu-Wissenschaftler wussten schon seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten, um die drohende Gefahr und arbeiteten fieberhaft an einer möglichen Lösung, um ihre Spezies zu retten. Sechs Methoden haben sie ausprobiert, aber dank einer toxischen Mischung aus Selbstüberschätzung, politischen Richtungskämpfen und einer guten Portion Pech schlugen alle sechs fehl. Die letzte Methode war die vielversprechendste und fast schon einsatzbereit, als das Schicksal zuschlug. Es war die Methode, auf die Desmond Miles zurückgriff, als er die Welt im Dezember 2012 vor einem zweiten verheerenden Sonnensturm bewahrte. Diese Stimme beklagt das vielschichtige Versagen ihrer Spezies, sich selbst zu retten. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Sie haben zusammen mit Desmond uns gerettet. Der Erfolg kam verzögert. Denn diese Botschaft bricht den Code, bricht den Knoten eindringlich und äußerst rätselhaft. Das war Nummer 3, jetzt kommen wir zu Nummer 4. Botschaft 4. Lineare Kontinuität ist eine Simulation mit Platz für Variation. In ihr gibt es Knotenpunkte, Engpässe, Augenblicke, in denen Algorithmen den Fluss überlagernder Möglichkeiten in einen einzelnen Moment bündeln, in dem nur eine absolute Wahrheit möglich ist. Pfade sind variabel, kontinuierlich, Knoten sind statisch, permanent. Die Wellenfunktion kollabiert die Pfade in Knoten, die sich verzweigen, immer und immer wieder. Kannst du spüren, wie die Welle zusammenstürzt und versucht, Desmonds Akt des Widerstandes zu korrigieren? Der nächste Knoten bringt das Ende der Welt. Die Algorithmen lenken den Fluss der Möglichkeiten nun schon seit über 100 Jahren auf dieses Ziel hin, die Welle kollabieren zu lassen. Das übersteigt mein Horizont bei weitem.
Ich muss jemanden kontaktieren, der sich mit diesem Scheiß besser auskennt. Aber so viel scheint klar. Die Struktur der Raumzeit und des Universums sind so beschaffen, dass bestimmte Ereignisse oder Cluster von Ereignissen zwangsläufig eintreten. Ein Flaschenhals, durch den die Raumzeit fließt, und es ist nahezu unmöglich, ihm auszuweichen. Etwas an dieser Katastrophe, die Desmond im Jahr 2012 abgewendet hat, zwingt sie zurückzukehren, gleichgültig gegenüber unserer Angst und unserem Schmerz. Wie eine Gezeitenwelle, die sich über das Meer des Weltraums wälzt. Sie schlug einmal gegen den Deich und das hat sie für eine Weile gestoppt, aber die See holt wieder zum Schlag aus und wieder und wieder und wieder. Das erklärt in gewisser Weise, was gerade um uns herum geschieht. Was wir dagegen unternehmen können, wissen wir es deshalb aber noch nicht. Vor allem nicht aus dem Inneren des Animus heraus, einer Simulation innerhalb einer Simulation. ISO-Botschaft 5. Die Realität ist... Einen Moment. Die Realität ist ein mathematisches Modell, das vom Betrachter immer wieder gelöst wird. Deine Gedanken sind Berechnungen, die deine ganze eigene Welt für dich abbilden. Prozessoren unterscheiden sich. Jedes Gehirn erschafft seine eigene Realität. Die Variationen reichen von subtil bis drastisch. Dein Geist legt fest, wie viel du schmeckst, wie viel du fühlst, wie viel du verstehen kannst. Wahrnehmung definiert Perspektive. Wir haben dich und deine Sinne so entwickelt, dass du genau das wahrnimmst, was für uns nötig ist. Nicht mehr und nicht weniger. Es gibt Aspekte der Zeit, für die du völlig blind sein musst. Das war erforderlich. Selbst wenn wir die Zeit plötzlich sehen könnten, wäre das keine Garantie dafür, dass unsere Wahrnehmungsvermögen dem der ISU gleicht. Stellen wir uns die Zeit als eine Entität vor. Stellen wir uns vor, dass die Zeit eine wahrnehmbare Sache ist, genau wie das Licht eine wahrnehmbare Sache ist, Tatsache ist. Die Fähigkeit, diese Tatsache zu sehen, garantiert keineswegs, dass alle sie auf die gleiche Weise sehen. Es gibt Lebewesen auf dieser Erde, die das Licht völlig anders lesen als wir und zu gänzlich anderen Zwecken. Menschen sehen innerhalb eines hinlänglich bekannten Spektrums, die Regenbogenfarben. Dieser Farbsinn wird begrenzt durch die drei Zapfen unserer Netzhaut. Nachtaktive Kreaturen verfügen über ein ganz anderes Spektrum und nutzen es zu anderen Zwecken, um sich bei Nacht zu bewegen, zu jagen oder zu lauern. Ihre Sehfähigkeit entwickelt sich parallel zu ihren Bedürfnissen und ist jetzt darauf beschränkt, genau wie unsere. Das Licht ist nur eine banale Sache, die von verschiedenen Spezies unterschiedlich genutzt wird. Wenn wir unterstellen, dass wir die Zeit lesen könnten, würde das gleichzeitig unterstellen, dass wir eine bestimmte Verwendung für die Zeit hätten. ISO-Boten 6. Botschaft 6. Das nächste Kapitel ist unaufhaltsam und doch entstehen die größten Revolutionen manchmal aus der Beengtheit des Unmöglichen, nicht wahr? Realität ist eine Simulation, brich den Code, so entkommst du dem Unausweichlichen. Der Animus war der erste unbewusste Versuch der Menschheit, das Unsichtbare zu erklären, genetische Erinnerung zu verstehen, die Vergangenheit zu sehen. Dein Animus ist anders wie auch der Geist, der ihn erdachte. Er könnte dem Code entkommen, diesen Sprung schaffen und eine Entscheidung ermöglichen, die sich der geltenden Ordnung widersetzt. Eine lächerliche Vorstellung. Ich könnte aus dem Animus heraus, also aus einer Simulation innerhalb dieser sogenannten Simulation, etwas an der Natur der Realität da draußen ändern. Aber ich glaube dennoch zu verstehen, was diese Stimme mir sagen will. Mein Animus besitzt die Fähigkeit, Alternativen für die Geschehnisse längst vergangener Zeiten vorzuschlagen. Ich kann für jeden beliebigen Moment extrapolieren, was gewesen sein könnte. Berechnungen der Zeit. Ich bin nicht beschränkt durch das, was war, sondern durch das, was hätte sein können. Ja, die Geschichte ist real. Fakten kann man nicht ignorieren. Aber ich kann innerhalb des Animus jeden Moment auswählen und eine Erinnerung befragen. Ich kann die Welt fragen. Was wäre gewesen, wenn? Was, wenn Bayek und Aya zusammengeblieben wären? Was, wenn Kemo nicht ermordet worden wäre? Ich kann Hypothesen aufstellen und dabei zusehen, wie sie sich entfalten. Warum sollte ich das wollen? Für das Wissen, für ein besseres Verständnis davon, welche Tragödien vermieden wurden? Das bleibt abzuwarten. Ich bin in gewisser Weise der Leser der Berechnungen, so wie die ISU in alten Zeiten. Vielleicht beherrsche ich dieses Talent eines Tages so gut, dass ich in die Zukunft blicken kann, um Dinge vorherzusagen, zu korrigieren, zu vermeiden. Das wäre wenigstens etwas wert. Nice, jetzt zum Edenstab. Stab des... Erworben von der Adlerfrau Cassandra 2018.
vermutete Herstellungsdatum, spätes ISO, Singularität. Dieser Stab, einer von vielen ISO-Stäben, die wir kennen, ist vor allem ein Instrument der Medizin. Er kann in beispielloser Geschwindigkeit organisches Gewebe heilen, reparieren und verjüngen und ist dazu in der Lage, die Lebensspanne des Trägers weit über den Durchschnittswert von Menschen und ISO zu verlängern. Zudem kann er Lebewesen, die sich in kritischem Zustand befinden, wiederbeleben. Ob der Stab auch Tote wieder zum Leben erwecken kann, wurde bisher noch nicht überprüft. Angesichts seiner bekannten Eigenschaften ist dies jedoch unwahrscheinlich. Er liest und kopiert die DNA des Trägers, um im großen Maßstab perfekte Replikationen zu ermöglichen. Er kann fehlerhafte Kopien aufspüren und reparieren, solange der Träger direkten Kontakt zu ihm hält. Er wurde gelegentlich als Waffe eingesetzt, womöglich um Vorteile aus den enormen Energien zu ziehen, die er aus dem drahtlosen Energiegitter der ISO gewinnt. Der Stab diente zudem als Behältnis oder Kanal für die Identität einer ISO namens Aletir. Altia. Es ist nicht bekannt, ob es sich dabei um das originale Bewusstsein von Altia oder um eine Simulation des Originals handelt. Die meisten Neurowissenschaftler würden allerdings sagen, dass es keinen Unterschied macht. Seit Beginn des Jahres 2019 hat die Wesenheit namens Altia keinen Versuch mehr unternommen, mit mir in Kontakt zu treten. Bislang bleibt meine Aufgabe als Erbin der Erinnerung, wie Altia mich nannte, unklar. Bekannte Träger Hermes, Pythagoras, Cassandra. Sick your share ist zu und meine Dateien, Bilder. Der Animus. Oh, die sehen ganz cool aus. Aber richtig schicke Bilder. Okay, nice. Was ist denn im Papierkorb? Oh, Bergvernehmung. Datei beschädigt. Brief an Victoria. Monsieur und Madame Bibeau, mein Name ist Leila Hassan. Ich war eine Freundin und Kollegin von Victoria, sowohl während unserer gemeinsamen Zeit bei Abstergo als auch bei unserer späteren freiberuflichen Tätigkeit. Während der Zeit, in der ich mit ihrer Tochter zusammengearbeitet habe, habe ich stets den allergrößten Respekt vor ihrer Intelligenz, ihrem Humor und ihrer Fähigkeiten, sich selbst unter großem Druck konzentrieren zu können. Sie war eine Quelle der Inspiration, nicht nur für mich, sondern für jeden, der sie kannte. Nun wende ich mich an sie, weil ich hoffe, zur Aufklärung der Umstände ihres Todes beitragen zu können. Mir ist klar, wie eigenartig es für sie sein muss, eine solche Nachricht von einer Frau zu erhalten, deren Namen sie wahrscheinlich nie zuvor gehört haben. Aber bitte gestatten Sie mir, mich zu erklären. Kurz vor dem Unglück, bei dem ihre Tochter ums Leben kam, war ich mit ihr zusammen. Tatsächlich bin ich nicht ganz unschuldig daran. Die hat es dann noch geschrieben. An die Eltern. So, und dann begeben wir uns Richtung Animus. Und dann danke ich, dass ihr diese Folge bis jetzt angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch ein Like und einen Kommentar da und hade, ciao.